Vermeide diese 5 Fehler am Fluss. Ja, einer der größten Fehler, den man natürlich am Fluss machen kann, ist, wenn man das Gerät, was man dabei hat, nicht so wählt, dass es stark genug ist. Was verwende ich denn so für ein Gerät? Also meine Schnüre im Fluss haben mindestens einen Durchmesser von 0,40 mm. Das sind dann monophile Schnüre, die ich verwende. Mit einer entsprechenden Schlagschnur vorneweg 0,6 mm. Man kann aber auch wunderbar im Fluss, damit man nicht nur Schlagschnurknoten, ich hatte zum Beispiel mit einer durchgehenden Schnurangel in der Stärke von vielleicht 0,5 oder 0,55 mm. Das macht Sinn. Die Ruten sollten kräftig gewählt sein. Als Schnur verwende ich eine geflochtene Hauptschnur, die ich dann auch natürlich bei der Seeangelei nutzen kann. Habe aber als Schlagschnur eine mindestens 0,60 mm oder gar eine 0,70 mm Schlagschnur. 25 Meter, das mache ich eigentlich immer so nach Gefühl. Ich verwende 12 Fuß lange Ruten mit einer Testkurve von 3,25, 3,5 Pfund, sowas um den Dreh. Solide Bangsticks oder einen stabilen Rodpot für die Flussangelei und auch Rollen, die kräftig und stabil sind. Man hat da keine hohen Wurfdistanz, ich brauche eigentlich nicht so riesengroße Rollen, aber je größer die Rolle wird, je stärker wird auch so ja, die Teile, aus denen der Rolle gebaut ist, also die Achse beispielsweise wird stärker, die Schnurlaufröllchen werden größer und das sind eben schon Faktoren für die harte Angelei im Fluss, die schon Sinn ergeben, dann auch mit einer ein bisschen stärkeren und größeren Rolle vielleicht zu arbeiten. Wir müssen uns ja immer vorstellen, dass wir mit verschiedenen Faktoren zu kämpfen haben. Das sind Umweltfaktoren beispielsweise wie Regenereignisse, Wasserstand, der dann hochgeht, wo ich vielleicht schwerere Bleie angeln muss. Ich habe im Fluss immer mal wieder dicke Steine drin liegen. Auf den Steinen können sogar noch Dreikantmuscheln drauf sein. Da brauche ich also starke Schnüre, die das auch aushalten, wenn mal die Schnur an so einer Dreikantmuschel drüber weggeht. Der größte Fehler, den man eigentlich bei seiner Deckelauswahl im Fluss machen kann, ist zum einen, dass das Gerät nicht auf den Fluss ausgelegt ist. Also zum einen, die Ruten sind zu weich, die Rollen sind zu schwach, die Schnur ist zu schwach. Und ich persönlich verwende bei meiner Angelei im Fluss 10 Fuß Ruten in 3,5 Lips. Schöne parabolische, aber nicht zu steife, nicht zu weiche Ruten. Als Rollen verwende ich alte Shimano-Rollen, die auch trotzdem eine sehr starke Achse haben, weil man muss auch immer damit rechnen, dass man im Fluss mal einen Waller ans Band bekommt. Natürlich kann ich bei der Köderwahl auch Fehler begehen und einer der größten Fehler, die ich bei der Flussangelei machen kann, ist vielleicht auch ein Stück weit zu kleine Köder zu angeln. Flüsse haben oft ein ganz großes Spektrum von Fischarten. Da haben wir in manchen Flüssen die Barben, dann gibt es große Rotaugen. Döbel gibt es eigentlich in allen Flüssen und natürlich auch Brassen. Also wir haben eine ganze Menge Mitesser, die sich in den Flüssen tummeln. Und wenn ich halt mit ganz kleinen Ködern angel, wie vielleicht nur 2 Maiskörner oder 3 Maiskörner, 1 oder 2 Tigernüsse, dann ist es so, dass ich die Beifänge natürlich extrem nach oben schraube. Das ist nicht unbedingt schlimm, weil ich die Fische schnell abhaken kann und die Angelei ist ja durch das Wurfangeln dann auch wirklich sehr kurzweilig. Ich kann meine Montagen schnell auf den Platz bringen. Meine Hakenköder wähle ich gezielt danach aus, um, so blöd wie es jetzt klingt, um einfach große Karpfen, große Fische im Fluss zu fangen. Das kann ich natürlich nur dadurch erreichen, wenn ich auch entsprechende Hakenköder und entsprechend meine Haken und auch meine Haarlänge der Hakenköder auswähle bzw. des Rigs. Wie schon erwähnt, ich verwende alle Größen im Fluss an Boilies, aber als Hakenköder kommt bei mir hauptsächlich ein 24 mm oder auch gar ein 30 mm Hookbait zum Einsatz. Genau, ich setze Hookbaits ein im Fluss. Wir haben viele Mitesser im Fluss, Grundeln teilweise auch. Die würden den normalen Boilie aus dem Eimer komplett innerhalb weniger Stunden zerstückeln und da habe ich dann einfach die Gefahr, dass ich dann am Haar keinen Hakenköder mehr habe. Und deswegen kommen bei mir extra harte und leichtere Hakenköder zum Einsatz, die A sehr grundelresistent sind und natürlich auch B. Beim Einsaugen dieses Hakenköders ist das Gewicht geringer und der Karpfen saugt diesen Köder ein und er fliegt ihm quasi ins Maul.
weil er diesen geringeren Druck verspürt, beziehungsweise der Hakenköder diesen geringeren Druck ausreicht, um diesen Hakenköder einsaugen zu können. Auf einer Rute fische ich auch sehr gerne einen Warfter. Das sind Two-Light-Hookbaits bei uns in diesem Fall. Das ist eine Mischung aus Bob-Up und Boilie in einem kombiniert. Durch diesen Bob-Up, der bei uns visuell sehr auffällig ist, haben wir ja auch bei verschiedenen Ranges bei uns im Sortiment die verschiedensten Farben. Und mein Favorit ist hier der Baitmaster-Köder, der Fischmehl-Köder schlechthin. Und mit einem visuellen, gelben, auffälligen Bob-Up-Käppchen obendrauf. Und dadurch, durch dieses geringere Eigengewicht, fliegt auch dieser Hakenköder sehr schnell ins Maul. Und ich mache natürlich auch die Fische neugierig durch diesen visuellen Effekt. Das Füttern im Fluss ist tatsächlich sehr wichtig für mich. Also wenn ich eine Futterkampagne anlege, mache ich mir Gedanken darüber, wie baue ich meine Futterkampagne auf und welches Futter verwende ich. Einer der großen Fehler, den man machen kann, ist meines Erachtens, ein Futter zu verwenden, was auf der einen Seite zu viel kleine Fische auf den Futterplatz lockt, zu viel Mitesser, wie die Barben, wie die Brassen, wie die Döbel beispielsweise oder Rotaugen, Aalande. Und auf der anderen Seite eben auch ein Futter zu verwenden, was zu leicht ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich einen Futterplatz anlege, aber mein Futter über viele hundert Meter verdriftet wird und gar nicht unten ankommt, da wo es hin soll. Ich muss es schaffen, dass mein Futter wirklich am Boden, zum Boden runtergeht und dort liegen bleibt und da ist, wo ich die Fische hinbekommen möchte. Ich nenne es mal Mythos, dass die Flussfische nur Nomaden sind und ich sie nicht an einen Futterplatz binden kann, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Es geht sehr wohl, wenn ich die richtige Stelle gewählt habe, wo sich auch Karpfen natürlicherweise aufhalten, immer wieder entlangkommen, die Fische an den Futterplatz zu gewöhnen. Klassische Konditionierung ist das. Und naja, welches Futter ich eben nicht einsetze im Fluss, gerade bei starker Strömung sind ganz leichte Sachen wie Hanf, hat einen hohen Ölanteil, ist eh schon leichtes Futter. Kleinsämereien wie Weizen setze ich nicht ein, sondern eher etwas Schwereres. Mais, Tigernüsse beispielsweise, die auch wie Hanf einen hohen Fettgehalt mit sich bringen. Große Boilies, aber auch große Pellets. Ich würde nicht anfangen mit 8 mm, 10 mm Pellets zu füttern in einer starken Strömung, sondern geht es los ab 20, 25 mm. Boilies in der Größenordnung von 24 mm, von 30 mm. Futter, das wirklich zum Boden sinkt. Und mein Futterplatz würde ich immer in einem Intervall aufbauen, wenn ich anfange zu füttern. Also zum Beispiel mit einem Kilo Futter anfangen, ein Tag, dann ein Tag Pause, dann wieder ein Kilo Futter, einen Tag Pause, dann erhöhe ich mein Futter, gehe auf anderthalb Kilo irgendwann und meine Pausen verringere ich auch. Und vor dem Angeln selber füttere ich 3 Tage immer durchgehend mit einer relativ hohen Futtermenge. Und ein ganz großer Fehler, den man nicht machen sollte, ist, am Angeltag selber zu viel zu füttern. Wir haben ja die Fische an den Platz gewöhnt, konditioniert, die Fische kommen und jetzt sollen die Fische eins tun, die Hakenköder finden, die Hakenköder aufnehmen, ich will sie jetzt fangen. Und am Angeltag selber werfe ich manchmal deutlich weniger als 500 Gramm Futter ein, auch wenn es nichts erscheint auf einem großen Fluss. Das ist eine Methode, mit der ich sicher dann zum Erfolg komme. Zum einen ist es, wenn man zu viele Partikel am Fluss füttert. Der Fluss ist voller Weißfische, der Fluss ist voller Mitesser. Auch Waller sind Mitesser in diesem Fall. Da muss ich sagen, Partikel setze ich am Fluss ein, ja. Aber nur unter gewissen Umständen oder gewissen Bedingungen. Und diese Bedingungen sind zum einen, wenn ich einen neuen Platz aufbaue, wenn ich eine Stelle neu befüttern möchte, verwende ich beim allerersten Mal eine gute Mischung aus Tigernüssen, Mais, Weizen und Hanf. Das verteilt sich dann schön in der Strömung, wenn die Schiffe vorbeifahren. Das Ganze wird aufgewirbelt und zerstreut sich wieder. Da hat man natürlich dann auch einen guten Streueffekt. Die Fische kommen und suchen wirklich gezielt nach diesen Futterpunkten. Füttere auch bei diesem ersten Mal, wenn ich einen Platz aufbaue, auch Boilies in verschiedenen Durchmessern. Aber da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Und auch Boiledeig. Wenn ich dann den Platz weiterhin unter Futter halte, lasse ich die Partikel komplett weg, weil ich möchte mir dann nicht mehr den Platz voll mit Weißfischen versauen, in Anführungszeichen, sondern ich möchte dann wirklich gezielt den Karpfen auf den Platz bringen und das erreiche ich dann eben nur durch Boilies oder halt auch durch Boiledeig.
Boilies, wie gesagt, füttere ich in verschiedenen Durchmessern, in 16, 20, 24, 30 und teilweise auch 35 mm. Hat zum einen den Grund, dass ich wieder diese Streuwirkung habe und zum anderen natürlich auch, wir haben im Fluss natürliche Nahrung im Sinne von Dreikantmuscheln, Deichmuscheln, Zuckmückenlarven und so weiter. Und die Dreikantmuscheln und die Deichmuscheln, die unterscheiden sich natürlich in der Größe insgemein. Also die Dreikantmuscheln sind sehr klein und die Deichmuscheln, das sind dann schon solche Apparate. Und wenn ich dann natürlich auch nur mit einer Ködergröße füttern würde und ich würde aber nur mit großen Hakenködern angeln, dann würden die Fische auch irgendwann mal merken, dass da irgendwas nicht passt. Aber wie gesagt, das hat jetzt eigentlich mehr nicht viel damit zu tun, sondern eigentlich deswegen, dass ich mich der natürlichen Futternahrung im Fluss anpasse, indem ich dann verschiedene Durchmesser fütter. Welche Fehler kann ich machen in Bezug auf Umweltfaktoren? Wasserstand ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor im Fluss und ich erlebe es immer wieder, dass wenn wir in einer Phase sind, wo wir ein Hochwasser hatten und das Wasser dann langsam runtergeht, wir in eine extrem gute Phase kommen. Viele von euch kennen das, wenn das Wasser richtig braun ist, so eine richtige Mocke während eines Hochwassers und dann langsam anfängt, wieder klarer zu werden, die Strömung ein bisschen runtergeht, weniger Schwebstoffanteil im Wasser sind. Oh, das sind Phasen, da kann man Sternstunden am Fluss erleben und die Phasen passe ich ab. Aber den Fehler, den man natürlich machen kann, ist zu früh in so einer Phase zum Wasser zu gehen. Und was ich mache, ist, ich gucke mir Wasserpegel an, Wasserstandspegel und das über viele, viele Kilometer. Es ist oft so, dass es in einer Region vielleicht gar nicht geregnet hat, der Fluss aber trotzdem Hochwasser führt. Wo kommt das Wasser her? Gerade im Frühling, wenn die Böden wassergesättigt sind und es 200 Kilometer oberhalb starken Regenereignis hatte, kommt dann irgendwann die Welle mit dem Hochwasser runter und kommt natürlich auch in meinen Flussabschnitt irgendwann an und geht da durch. Und wenn ich dann in so einer Situation abends vielleicht aufgebaut habe, angeln gehe, es aber an dem Tag oberhalb geregnet hat, dann kommt auf einmal in der Nacht das Hochwasser. Und dann macht das Angeln keinen Spaß mehr. Ich habe dann Treibgut. Ich habe viel Strömung zu kämpfen. Und dann habe ich eigentlich eine ganz schlechte Phase abgepasst, obwohl es gut ausgesehen hat. Also da muss man drauf achten. Schwierig ist es auch immer im Frühling beispielsweise oder im Herbst, wenn die Temperaturen zu schnell fallen, wenn es mal so 2, 3, 4 richtig, richtig kalte Nächte gegeben hat, mit vielleicht einem kalten Regen nochmal, ein bisschen Graupel, bisschen Schneeregen dabei und die Wassertemperaturen auf einmal 1,5, 2 Grad runtergehen. Das sind dann oft auch Phasen, gerade im Frühling, das mögen die Fische gar nicht. Und da kann ich in Bezug auf die Umweltfaktoren schon Fehler machen, die sollte man vermeiden. Ich finde so etwas wie Vollmond beispielsweise nicht so dramatisch im Fluss, wobei ich auch bei Vollmond nicht wahnsinnig gern angeln gehe. Und wenn ich mir das aussuchen kann, dann passe ich so die Phasen ab, so in der ersten Hälfte nach Neumond oder in der zweiten Hälfte so aus der Vollmondphase raus, wenn es so auf den Neumond wieder zugeht. Das sind für mich oft richtig gute Phasen zum Angeln im Fluss. Bei der Stellenwahl habe ich persönlich auch meine eigenen Erfahrungen im Fluss machen können. Bei uns ist es so, wir haben hier am Fluss sehr viele altarme Baggerseen, die Verbindung mit dem Fluss haben. Und hier kommt es natürlich auch dann einfach darauf an, zu welcher Jahreszeit ich wo angel. Fangen wir mal im Frühjahr an. Im Frühjahr ist es eigentlich so, dass die Fische aus diesen Baggerlöchern, aus ihren Winterrevieren, kann man es eigentlich so sagen, irgendwann rausziehen. Und hier ist es dann natürlich von Vorteil, wenn man sich irgendwo in der Nähe dieser Winterreviere aufhält und dort immer wieder gezielt angelt und natürlich auch Futter einbringt. Im Sommer ist es dann hauptsächlich so, da suche ich mir die Stellen danach aus, wo der meiste Sauerstoffeintrag ist. Also im Sinne von, wo fahren die meisten Schiffe, beziehungsweise man hat natürlich auch Schleusenanlagen oder Wehranlagen, wo immer wieder, zum Beispiel auch im Sommer, kommt es ja auch mal vor, dass Hochwasser ist, dass zum Beispiel diese Wehranlagen geöffnet werden und das Wasser dann einfach abfließt und da entsteht natürlich ein reger Sauerstoffaustausch. Und gerade im Sommer, wenn natürlich die Wassertemperaturen sehr hoch sind, 25 Grad und aufwärts, ist natürlich auch der Sauerstoffgehalt ab einem gewissen Punkt sehr niedrig und da suchen die Fische einfach auch diese Stellen auf, wo es genügend Sauerstoff ist. Und da, wo auch genügend Sauerstoff vorhanden ist, da wächst natürlich auch sehr gute natürliche Nahrung ab.
und da ziehen die Fische dann im Sommer meistens hin. Im Herbst ist es dann meistens so, die Fische bereiten sich langsam wieder auf ihren Winter oder sie bereiten sich auf ihr Winterquartier vor. Das heißt, sie fressen viel, sind nochmal auf der Strecke unterwegs, sammeln natürliche Nahrung. Die Fische sind Nomaden, sie bleiben nie an einem gewissen Punkt stehen, sie wandern immer auf und ab. Wir hatten es auch schon, dass wir einen Fisch 12 Kilometer weiter oben gefangen haben. Also es ist wirklich ein Wahnsinn, wie die Fische wandern. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Teilweise wandern sie auch in Schleusenbereiche rein, warten bis das Schiff, oder sie wandern mit dem Schiff in den nächsten Schleusenabschnitt rein. Das haben wir auch schon gehabt. Also wie gesagt, im Herbst suche ich mir dann die Stellen aus, die dann auch wieder in der Nähe der Winterquartiere sind. Gerade dann im Oktober, November, wenn das Wasser ja doch noch für unsere Verhältnisse, gibt es ja eigentlich keinen Winter mehr. Wir haben trotzdem noch 10 Grad Wassertemperatur teilweise im November. Und da suche ich mir dann einfach, wie gesagt, die Quartiere oder die in der Nähe der Quartiere platziere ich mich dann dort, bringe immer wieder Futter ein und kann dann so die Fische im Endeffekt abfangen, bevor sie dann in ihre Winterquartiere ziehen. Flüsse sind sehr unterschiedlich von den Stellen und Flüsse verändern sich im Laufe der Jahre natürlich auch aufgrund der Strömung. Es gibt immer wieder Bereiche, die sich verändern, mal Uferbereiche abbrechen, wo es dann flacher wird, auf einmal durch Hochwassereignisse etwas tiefer irgendwo in einem Flusssystem. Und wenn wir auf die Kurven zu sprechen kommen, das ist ein großer Fehler, meines Erachtens im Frühling in den Innenkurven zu angeln, weil das sind oft die Bereiche, wo sich viel Sediment ablagert, die flach sind und die sind halt anders, die flachen Bereiche im Fluss wie im See. Im See erwärmen die sich schnell, im Fluss habe ich halt immer eine homogene Wassertemperatur, im tiefen wie im flachen Bereich. Und die Fische fressen im Frühling nicht auf den flachen Bereichen, sondern immer noch in den tiefen Bereichen unterwegs. Und da sollte ich dann auch im Frühling beispielsweise in den tiefen Bereichen angeln. Im Sommer kann ich einen Fehler machen, wenn ich vor zum Beispiel Wehranlagen angle. In den Wehranlagen ist es ähnlich. Da sammeln sich Sedimente, logischerweise. Die werden dort abgelagert. Da habe ich oft einen weichen Boden. Da habe ich manchmal auch Schlämme, die Faulgase bilden. Und wenn die Wassertemperaturen hochgehen, geht natürlich auch die Aktivität der Mikroorganismen hoch. Und in diesen Phasen ist es oft so, dass ich Sauerstoffzehrungen habe. Ich bin schon fast in so einem Charakter, der vielleicht so ein bisschen wie so ein Seecharakter hat von den Wehranlagen, wenn ich keine Strömung habe. Und das sind dann keine guten Bereiche. Im Winter können das wieder sehr, sehr gute Bereiche sein, wenn ich keine Faulgasproduktion habe, aber dafür dann eben ein ruhiges Wasser habe, einen tiefen Flussabschnitt habe, tiefe Bereiche, Winterstandplätze, wo die Fische reingehen. Also da muss man schon drauf achten. Das Gleiche ist beispielsweise einfache Strecken. Ich angle unglaublich gerne auch einfach auf der geraden Strecke, die eingetieft sind. Und oft haben wir es ja im Fluss dann so, dass wir klassische U-Profile haben. Das geht irgendwo runter, eine Kante, da wo die Steinschüttung ist, geht runter. Und es ist relativ gerade und auf der anderen Seite geht es wieder hoch. Viele unserer Flüsse sind eben schiffbar gemacht worden, begradigt worden. Und dadurch kommt dann dieses Profil zustande. Und da kann ich durchaus den Fehler machen, wenn ich zum Beispiel dort angel mitten im Winter, wo starke oder wo Strömung ist, wo das Wasser kalt ist, wo die Fische viel Energie aufbringen müssen, um genau in diesen Bereichen sich aufzuhalten, da fange ich dann einfach nichts. Da muss ich in die strömungsberuhigten Bereiche reingehen. Manchmal habe ich auch angebundene Seen, angebundene Hafenbecken, wo die Fische dann hingehen. Da muss ich dann im Winter beispielsweise die Fische suchen. Im Sommer hingegen, wenn die Strömung dann zunimmt, nicht die Strömung zunimmt, aber wenn die Wassertemperaturen zunehmen beispielsweise, wenn die Fische aktiver werden, wenn die Fische auf Nahrungssuche sind, dann können das wiederum sehr attraktive Bereiche sein. Und dann angle ich auch gerne einfach mitten in der Fahrrinne, mitten auf diesen geraden, langen Stücken. Ja, die Fische im Fluss, das sind Nomaden. Und man muss ein Gefühl dafür entwickeln. Und das ist vielleicht der größte Fehler, den man machen kann, wenn man sich immer nur auf eine Stelle konzentriert. Man muss ein Gefühl dafür entwickeln, wo halten sich die Fische zu welchen Jahreszeiten auf. Und die wechseln die Stellen. Das bedeutet nicht, dass sie jeden Tag woanders sind. Das bedeutet aber, dass sie während des Jahresverlaufs durchaus auch die Stellen im Fluss unterschiedlich wählen und halt immer dort sind, wo es quasi für den Fisch in dem Augenblick dann am besten ist. Und so ein Fisch,
der ist halt darauf bedacht, dass er Nahrung findet und dass er vor allen Dingen eins tut, wenig Energie verbraucht in der kalten Jahreszeit. Und das muss ich beachten. Wenn ich das nicht tue, ist das wahrscheinlich der größte Fehler, den ich bei der Flussangelei machen kann. Denn da hilft das beste Gerät nichts, das beste Futter, der beste Köder nichts, dann werde ich einfach keinen Fisch fangen, wenn ich diesen Fehler begehe.